Hallo zusammen, da bin ich wieder live vom Topfit, heute auf unserer wunderschönen Dachterrasse, wo wir auf die einen Seite Sicht in die Berge haben und auf den See und auf der anderen Seite können wir im Sommer manchmal während wunderschönen Sonnenuntergängen Lektionen geben. Zu der Lektion von heute. Material brauchen wir eigentlich kein. Wenn jetzt aber jemand Mühe hat, um im Z-Sitz zu sitzen, also das ist das, dann dürft ihr auch gerne auf etwas aufsitzen, denn dann geht es sofort besser und wird einfacher zum aufrecht sitzen. Also wenn ihr Mühe habt im Z-Sitz, holt euch irgendetwas. Wenn ihr keinen Yoga-Block habt, dürfen es ein paar Bücher sein, dürfen wirklich auch ein paar aufeinander aufbiegen. Vielleicht einfach eher etwas Herz und nicht unbedingt ein weiches Füssi. Wenn ihr Mühe habt, um auf den Knien zu sein, dann sind ihr aber vielleicht froh um ein weiches Füssi unter den Knien, dann dürft ihr auch das jetzt kurz holen. Und bis alle ganz bereit sind, nützt sich der Moment, um euch etwas Kurzes wieder zu erzählen. Und für das habe ich heute unsere Armlinie rausgepickt. Also ich unterrichte nach dem Slings-myofaszialen Training. Da richten wir uns nach unseren myofaszialen Leitbahnen aus. Das sind Verbindungen, die wir haben zwischen den Muskeln und den Faszien. Und über diese Verbindungen geht auch der Krafttransfer durch. Ich erkläre euch ganz kurz unsere Armlinie, ohne irgendwelchen Anspruch auf Präzision oder ohne irgendwelche Details. Wir haben unsere vordere Armlinie, ganz grob gesagt, fangen die auf der einen Seite, auf der Seite vom Daumen an, gehen an der Vorderseite von der Arm durch, über die Brust, auf die andere Seite, enden es wieder beim Daumen. Unsere rückwärtige Armlinie, die fängt an auf der Seite vom kleinen Finger, geht an der Rückseite vom Arm durch, über den oberen Rücken, bis wieder zum kleinen Finger. Und weil unsere vordere Armlinie feste Verbindung hat, unter anderem mit Angst. Also wenn wir verängstigt sind, sind das solche die Strukturen, die zumachen, die Spannung bekommen. Und die rückwärtigen Armlinien, die stehen mehr im Zusammenhang mit Abwehr. Abwehr ist sicher das, was wir im Moment inner wollen. Und die rückwärtige Armlinie ist die, die Verbindung hat auf die Seite des kleinen Fingers bei der Hand. Also geht mal in eine Stützposition, einfach so als Einstieg. Weil vielleicht könnt ihr nachher während der Lektion, immer wenn wir im Stütz sind, in einem Vierfüßler, in einem Brett, auch wieder an das denken. Also wenn ihr die Hände rechtwinklig unter den Schultern platziert, Mittelfinger zeigt gerade nach vorne. Und dann gebt ihr mal einfach auf der Seite vom Daumen ein bisschen mehr Druck im Boden. Und wenn ihr den Daumen ein bisschen mehr im Boden drückt, dann spürt ihr vielleicht, wie es an der Innenseite der Arme und in der Brustmuskulatur mehr Spannung gibt. Wenn ihr jetzt einmal das andere macht, auf der Seite des kleinen Finger mehr Druck in den Boden gebt, vielleicht spürt ihr, dass an der Aussenseite der Arme über den Rücken bei den Schultern durch mehr Spannung gibt. Ihr merkt es vielleicht nur fein, aber man spürt es, da passiert etwas. Und wenn ihr jetzt auf der Seite des kleinen Finger ein bisschen mehr Druck gebt im Boden und gleichzeitig die Hände noch ein bisschen in die Breite schieben, also sie bleiben an Ort, die Hände, aber ihr könnt denken, ihr wollt die Matte breit ziehen, dann gibt es auf der rückwärtigen Linie noch mal mehr Spannung. Und gleichzeitig hilft es auch der Organisation von unserem Schultergürtel. Also, könnt ihr mal ein spielen damit. Wenn es für euch stimmt, wenn ihr das nicht macht, kein Problem, wegen dem ist die Übung nicht falsch. Aber die wie ich gerne ein bisschen an diesen Details arbeiten, ein bisschen beobachten, was passiert, ist das vielleicht noch ganz spannend, mal seit den kleinen Fingern unsere rückwärtige Armlinie
wo in Zusammenhang mit der Abwehr steht, auf dieser Seite der Hand mehr Druck im Boden und die Hände ein bisschen breiter schieben. Gut, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Und ich hoffe, es war noch kühl da und jetzt scheint gerade die Sonne wunderschön und wärmt. Genau, legen wir los. Dürft hinter eurer Matte stehen als Einstieg. Eure Füße gut im Boden verankern. Und euer Scheitel darf zum Himmel aufwachsen. Oder zur Decke, je nachdem, wo ihr seid. Schlüsselbein schieben ihr in die Breite raus und lasst euren Schultergürtel ganz entspannt zum Boden absinken. Einatmen, nochmal wachsen. Ausatmen, zentrieren. Zieht die Bauchdecke flächig rein. Dünnt den Rippenbogen schön schliessen. Atmen in die Länge schnaufen und wachsen. Ausatmen, die Spannung aus der Tiefe nochmal ganz bewusst aktivieren. Daraus raus gehen wir einmal in ein Roll-Down. Also bei der Einatmung wachsen und bei der Ausatmung langsam Wirbel um Wirbel abrollen. Zuerst die Nickbewegung vom Kopf. Eure Arme und eure Schultern sind ganz entspannt. Und ich versuche, schön Wirbel um Wirbel tief zu rollen. Zu eurem tiefsten Punkt. Und da schnauft ihr bei der Einatmung in eure Lenden rein, schnaufen, die Lenden richtig gut ausdehnen. Und bei der Ausatmung noch etwas mehr schmelzen zum Boden. Einatmen, ausdehnen, gebt euch da viel Volumen. Ausatmen, schmelzen. Bei der nächsten Ausatmung ziehen die Bauchdecke wieder kraftvoll rein. Dass ihr mit dieser Kraft langsam aufrollen könnt. Das Becken versuchen senkrecht zu stellen. Und dann Wirbel um Wirbel aufeinander aufsetzen. Und am Schluss wieder wachsen. Zur Decke oder zur Blume. Geht dann nachher auf die linke Seite von eurer Matte. Ihr steht an der Mattenrand hinter, ich stehe weiter vorne, dass ihr mich gut seht. Dann breitet ihr euren Arm aus. Der Oberarm ist schön ein bisschen ausserrotiert. Und das Schulterblatt könnt ihr so gut in die Hosentasche abschieben. Bauchspannung schön ein bisschen behalten. Der Rippenbogen ist geschlossen. Und dann die Hände hinten unten zusammenführen zu einer offenen Faust oder einer geschlossenen Faust. Wenn ihr Mühe habt, um die Hand zusammenzubringen, dann nehmt ihr euer Tüchli zwischen die Hände, dass ihr die Hände könnt breiter platzieren könnt. So, dass ihr vorne richtig könnt offen bleiben könnt, den Schultergürtel schön in die Breite behalten könnt. Gut. Mit eurer Position könnt ihr bei der Einatmung euer Brustbein ein bisschen zur Decke anheben. Ausatmen, die Hände ein bisschen zum Boden abschieben, Rippenbogen schliessen. Und dann mit dem offenen Brustkorb ein bisschen nach vorne falten. Leichte Kniebeugung, der Rücken ist lang. Und dann runde Rücken, dass die Arme zur Decke oder zum Himmel aufzeigen. Beine dann zu eurem Maximum strecken, dass die Arme noch weiter Richtung Boden runter sinken.
Und da schnaufen wir jetzt noch mal ein paar Atemzüge schön rein. Bei der Einatmung den Brustkorb ausdehnen. Es gibt viel Volumen vorne. Und bei der Ausatmung schmelzen wir zum Boden. Geht euch so. 2-3 Atemzüge und versuchen bei der Einatmung da vorne zu öffnen. Da soll es reinziehen. Nach dem nächsten Atemzug dürft ihr die Hände loslassen. Die Arme sinken weich zum Boden runter. Wenn es nötig ist, bügt ihr die Beine ein bisschen bügen, dass ihr mit den Händen 3 Schritte führen laufen könnt. In ein umgekehrtes V. Den Rücken richtig gut strecken. Sitzbein hocken, zündet zur Decke auf. Wenn ein Bein nicht ganz strecken mögt, macht es nichts. Aber versucht, den Rücken zu strecken. Und dann macht ihr mit diesen Beinen wie ein Walking. Das ein Bein beugen, das andere strecken und wechseln. Der Rücken ist schön gestreckt. Und dann macht ihr mit den Armen Gegenbewegung. Wenn ihr das linke Bein beugt, rechten Ellbogen zum Boden abschieben und wechseln. Immer übers Kreuz. Genau, da schön reinziehen, sodass es über die Rückenlinie Länge gibt. Und auch so ein bisschen Geschmeidigkeit. Ziehen da schön langsam rein. Noch einmal. Dann bleiben wir dünner. Den Bauch aushöhlen, das Becken einrollen, dass der untere Rücken möglichst rund wird und möglichst rund durch die Wirbelsäule durchrollen in ein Brett. Wenn es nötig ist, Knie am Boden. Immer anpassen. Die Hände auf der Matte. Vielleicht jetzt ein bisschen breiter schieben. Seid ein bisschen Finger mehr Druck geben. Spüren wir das? Dann Knie absetzen. Durchrollen. In den Kniestand. Könnt ihr eure Hände am Becken platzieren. Die Wirbelsäule ist lang. Das Becken ist schön aufgerichtet. Dünner ein bisschen hinterher sitzen. Der Rücken ist immer noch lang. Nicht ganz bis auf die Füße. Am hintersten Punkt Bauch aushöhlen, Becken einrollen. Also die Bewegung ist von da unten, dass der untere Rücken rund wird und rund aufrollen. In den Kniestand. Wachsen. Wieder hinterher sitzen. Der Rücken ist lang, leicht nach vorne neigen. Bauch aushöhlen. Und dann rund rauf. Gut, ihr könnt das ein bisschen anpassen. Wenn ihr den Oberkörper mehr über dem Gesäß lehnt, aufgerichteter bleibt, so einrollt, dann ist es sofort mega streng im Oberschenkel. Wenn ihr mehr nach vorne neigt, ist es weniger streng im Oberschenkel. Das Ziel dieser Übung ist aber nicht einfach Kraft, sondern es ist Gleitfähigkeit. Also wenn man hier einrollt, müssen die einen Strukturen in dem Oberschenkel lang werden, die anderen müssen heben. Und wir wollen darum die Schichten gegeneinander zum Gleiten bringen. Mit dieser Einrollbewegung. Also vielleicht ist es auch gut, um ein bisschen Kraft rauszunehmen, dass die Schichten besser gleiten können. Selber für euch ein bisschen ausprobieren. Wie viel Kraft wollt ihr? Oder vielleicht eben auch nicht. Noch einmal. Einrollen, rund und rund hochkommen.
Kopf. Das ist gegangen, ein bisschen kompliziert. Und sonst haben wir die Chance, um das nochmal zu probieren und nochmal zu probieren und nochmal zu probieren mit den verschiedenen Winkeln und dann spüren wir ein bisschen, was das Ziel davon ist. Gut. Vierfüßler. Breite Schultergürtel. Die Hände auf der Matte in die Breite schieben. Seid ein bisschen Finger mehr Druck. Bauchspannung in der Tiefe gut aktivieren. Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann Knie 1-2 cm vom Boden ablupfen. Nicht mehr. Einatmen, wieder zurücksetzen. Und ausatmen, wieder hoch. Mit der Kraft aus eurer Mitte. Einatmet. Schön langsam. Die Hände in die Breite schieben. Kraft aus der Mitte zum Knie ablupfen. Wenn ihr Mühe habt, zum auf dem Rist zu sein beim Fuss, dann dürft ihr auf die Zehen gehen oder etwas unterlegen. Aber wenn ihr Mühe habt, um so zu sein, dann ist es vielleicht genau das, was ihr auch braucht. Also probiert. Noch zweimal. Genau, gute Länge behalten in dieser Wirbelsäule und rauswachsen. Bleiben. Ein bisschen zurück verschieben, sodass die Handgelenke nicht mehr so belastet sind. Und dann macht ihr mit eurem linken Arm einen grossen Halbkreis. Zuerst zur Decke rauf und dann nach hinten. Brustbein rotiert. Halbkreis wieder zurück. Schön gross. Brustbein rotiert wieder zu der Matte. Grosser Halbkreis. Das Lämpchen am Brustbein zündet jetzt möglichst weit nach vorne zu mir. Es blendet mich von allen Seiten. Ich hoffe, es ist nicht nur die Sonne. Ich hoffe, es sind eure Lämpchen, die zu mir zündet. Gross, nochmal. Einmal schön rotieren, öffnen. Und wieder zurück. Nächstes Mal nehmen wir den Schwung von dem Halbkreis so mal aufrichten. Gut, wunderschön, wie das blättert. Super. Das andere Bein vorne aufstellen, das Vorderbein aufstellen. Und zwar in der Linie vom Knie. Dass der Fersen in der Linie vom Knie ist. Mit einem rechten Winkel oder ein bisschen grösser, aber nicht kleiner. Das Becken aufrichten. Eure hintere Hüfte ist schön geöffnet. Den linken Daumen bei der linken Hüfte einhaken, um diese Hüfte so ein bisschen stabilisieren und tief behalten. Scheitel zieht zur Decke. Ihr rotiert in die Richtung von eurem vorderen Bein und tünt eure rechte Hand an die Aussenseite vom linken Bein. Boxen wir. Und jetzt tünt ihr mit dem vorderen Fuß, mit eurem linken Fuß, ein bisschen ziehen und ein bisschen stoßen, sodass es euch nach vorne verschiebt und wieder zurück verschiebt. Und wenn ihr das drin habt, versucht ihr so ein bisschen zurück zu federn. So, tack. Tack. Wie ein Bumerang. So dass die Fußsohle unten so ein bisschen elastisch aufspannt, Achillessehne aufspannt und uns wieder zurückspicken lässt. Bleibt lang in der Wirbelsäule. Zweimal. Möglichst elastisch. Dreht euch ab. Nehmt das rechte Bein nach hinten, das linke Bein seitlich ausstrecken, sodass die Aussenkante linke Fuß am Boden ist. Das Becken aufgerichtet, rechte Hüfte schön offen. Bauchspannung in der Tiefe gut aktiviert.
schiebt nach rechts. Es zieht euch jemand an dieser rechten Hand. Ich komme wieder zurück in die Mitte. Ihr wachset wieder und ihr verschiebt. Und jetzt schaut ihr, dass ihr den Weg einfach so gross macht, wie es für euch passt. Also wenn die Schultern zu fest verkrampfen, dann mögt ihr das vielleicht aus eurer Mitte nicht mehr ganz heben. Dann macht ihr den Weg kleiner. Es darf auch nur ein Santi sein. Dafür präzise, mit weichen Schultern. Die Ali hat ganz gut zugeschnürt. Also es sieht nach weniger aus, als dass es ist. Ihr spürt es wahrscheinlich, es ist strenger, als dass man denkt. Dort verschoben bleiben. Und in einen Stern hineinwechseln. Arm float. Einatmen, geht den Unterarm hoch. Ausatmen, wieder tief. Und einatmen, wieder hoch. Und der untere Arm, wo wir hier den Armflug machen, der darf da wie ein Federchen durch die Luft durchfliegen. Ganz entspannt. Kraft ist aus der Mitte. Noch einmal. Geht ihr in den Sitzstütz. Und dann könnt ihr auf die Füße gehen oder ihr könnt auf die Knie gehen, was für euch passt. Bei beiden Varianten gut aus dieser Schulter herauswachsen, die Schlüsselbeine in die Breite schieben, dass wir eine gute Organisation haben in diesem Schultergürtel. Der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Schiebt ihr euer Becken hoch schieben zur Decke und wieder absenken, ohne ganz ablegen. Wieder hoch schieben, kraftvoll und wieder absenken. Genau, Kraft ist aus eurer Mitte, so im Zentrum, dass ihr möglichst wenig aus dieser Schulter herausstoßen. Schultern einmal bewusst in die Breite schieben. Genau, und wenn wir das so schön langsam und präzise machen, wird das streng. Machen nur noch zwei. Es ist wunderschön hier oben und ich freue mich, bis ich wieder mit all meinen lieben Kundinnen hier oben sein darf. Kommen wir in die Z-Sitz. Wer jetzt Mühe hat im Z-Sitz sitzen, darf hier auf den Yoga-Klotz kommen. Oder das, was ihr habt. Euer rechter Fuß ist vorne beim linken Knie. Das linke Knie ist schön nach vorne ausgerichtet und der Fuß wirklich beim Knie platziert. Ihr sitzt so gut aufgerichtet, wie das möglich ist für euch. Dünn ihr eure rechte Hand diagonal hinten abstützen. Machen mit dem linken Arm einen grossen Halbkreis diagonal hinten rauf. Zur Decke, zum Himmel auf. Und wieder zurück. Euer Becken, das dreht schön mit. Halbkreis, das Becken dreht nach rechts und wieder zurück. Gleichzeitig drückt ihr euren Fuß hier gegen das Knie drücken und euer Schambein zum Brustbein ziehen. Mit dem Ziel, dass ihr hier maximale Hüftöffnung habt. Also das ist ein Hip-Opener, das ist der Fokus. Geht ihr noch einmal und ihr bleibt da drin. Schambein zieht zum Brustbein, Fußdruck gegen das Knie. Geht ihr die linke Hand nach hinten sitzen.
Und ihr lauft so weit in die Verschraubung, wie es für euch stimmt. Also wenn es zu viel ist, ihr dürft auch ein bisschen zurücklaufen. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch ein bisschen weiterlaufen. Aber das Schambein immer noch zum Brustbein ziehen. Hinten in den Lenden sind er lang. Und jetzt die Ellbogen seitlich öffnen. Dass ihr hier hinten tief kommt. Die Arme wieder strecken, wieder hoch. Also wie ein Liegestütz in dieser verschraubten Position. Genau. Ich schaue ziemlich in die verkehrte Richtung. Eigentlich müsste ich da hinten schauen. Aber ich möchte damals zu euch schauen. Ich möchte schauen, wie ihr es macht. Super sieht es aus. Okay, noch zweimal. Wenn ihr wieder hoch sind, laufen wir mit den Händen wieder vor. Könnt euch wieder aufrichten und so ein bisschen nachspüren. Gerade die, die das noch nie gemacht haben, ist das am Anfang doch so ein bisschen, so ein bisschen aus der Komfortzone raus, wo man sich ein bisschen daran gewöhnen muss. Aber wenn man es regelmässig macht, dann ist das wirklich ganz eine ganz gute Sache mit ganz vielen Elementen, spannenden Elementen. Gut, abstützen mit dem rechten Arm ist jetzt das bei euch. Und das linke Bein könnt ihr ausstrecken. Kommt mit euren Taille möglichst weit vom Boden weg. Dünnt da rauswachsen, aus den Schultern rauskommen. Obere Hüfte möglichst von euch wegschieben, dass wir da unten grossen Abstand haben bei den Taille. Was versucht ihr zu behalten? Wenn ihr euer linkes Bein ablopft, Richtung Decke rauf und wieder absenken. Und ich weiss, das ist streng. Und wenn das für jemanden nicht geht, ihr dürft auch ganz abliegen in eine Seitenlage. Und dann wird es gerade einfacher und für jeden möglich. Genau. Also es gibt keinen Grund zu sagen, diese Übungen kann ich nicht machen. Man darf es anpassen. Ihr dürft abliegen. Das Oberbein ist lang. Schiebt den Fuß weiter weg. Auf halber Höhe bleiben. Das Bein mit einem grossen Halbkreis vorne durchnehmen. Für einen Wechsel auf die andere Seite. So Bein anweichen. Jetzt hängt ihr an euren oberen Sitzbeinhocker, den Knochen ab dem Gesäß, beim Becken, ein Gewicht her. Das Gewicht, das zieht zum Boden. Also spürt da den Zug zum Boden runter. Wenn ihr den oberen Arm über den Kopf nehmt, die obere Seite ausdehnt und dann rotiert. Das Brustbein rotiert zu der Matte. Aber das Gewicht hinten am Sitzbeinhocker zieht immer noch hinten runter. Einatmen, wieder zurück. Nach vorne öffnen, obere Seite ausdehnen. Ausatmen, rotieren. Brustbein rotiert zu der Matte, Sitzbein hocker zieht hinten runter. Genau. Und da könnt ihr euch richtig den Schwamm vorstellen, dass die Wirbelsäule wie ein Schwamm ausgedrückt wird. Also das Becken dreht so in die Gegenrichtung vom Brustkorb. Das tut dieser Wirbelsäule und diesen Bandscheiben mega gut. Noch einmal. Schön den Schwamm ausdrücken, in die Spirale reinziehen. Wir müssen uns hier abstützen. Auf dieser Seite. Dass wir in ein Brett wechseln können. Auf den Füßen oder auf den Knien. Wir können auch einen Vierfüßler, könnt auch hier
das, was ihr gut mögt heben, dass euer Rücken super gut stabilisiert ist. Also ihr dünnt die Bauchdecke in der Tiefe kraftvoll reinziehen. Hände in die Breite stossen, Seitenkleine Finger gibt ein bisschen mehr Druck. Wenn ihr im Brett auf den Füßen sind, schiebt ihr die Hände von den Füßen weg ins umgekehrte V. Ihr dünnt euer rechtes Bein diagonal auf und ausstrecken. Rutscht da, ich muss mal wieder hinten wechseln, vielleicht rutsche ich da einige. Gut, hinten ausstrecken und dann den Bauch aushöhlen, das Becken einrollen, dass ihr ganz rund führen kommt, in eine Stützposition. Und dann wieder hinten aufschieben in die Länge. Das Gleiche geht auf den Knie. Dann geht das Bein in die Verlängerung vom Oberkörper, gerade hinten raus. Bauch aushöhlen, runde Rücken, rund führen kommen, das Knie zum Brustbein und wieder hinten raus schieben. Also das Ziel ist immer, dass ihr einmal den Rücken streckt, alles verlängert und dann mit der Bauchkraft einrollt, der Rücken wird schön rund. Noch ein letztes Mal rund führen kommen und ausstrecken. Das Bein absetzen. Mit den Händen zurücklaufen zu den Füßen. Oder wenn ihr im Vierfüßler sind, hinten schieben und die Beine ausstrecken. Vorne abfalten. Bauchbeckenboden aktivieren. So mit dieser Kraft Wirbel um Wirbel wieder höher rollen. Wachsen. Gut, wir kommen zu der anderen Seite. Hüftgelenksbreiter Stand. Das Becken schön aufrichten. Scheitel zieht zur Decke oder zum Himmel. Oberarm so ein bisschen ausserrotiert, dass ihr das Schulterblatt schön hinten runter könnt schieben, in die Hosentasche runter. Dann die Hände hinten unten zusammenführen. Offene Faust oder eine geschlossene Faust. Oder ein Tüchli zwischen den Händen. Einatmen, Brustbein ein bisschen zum Himmel anheben. Ausatmen, Rippenbogen schliessen. Das Brustbein nochmal schön zum Himmel anheben. Die Hände ein bisschen zum Boden abschieben. Dann kleine Kniebeugung, wie nach vorne falten. Den Rücken rund werden lassen. Die Arme gehen zum Himmel hoch. Dann Bein zu eurem Maximum strecken und jetzt sage ich, die Arme über den Kopf zum Boden sinken lassen. Und ich weiss aber, dass das nicht für alle möglich ist und das macht auch nichts. Das Ziel wäre, da rein öffnen und dehnen. Also wenn die Arme nicht so weit gehen, versucht einfach gut da rein schnaufen. Eure Hände so ein bisschen wegschieben vom Kopf, damit es hier öffnet. Das wäre der Fokus. Gut, und so gehen wir 2-3 Atemzüge. Ich muss ganz schnell das Tüchli holen, es wird warm da. Jetzt nicht gedacht, morgen war noch frisch gewesen und jetzt muss man gerade schwitzen, dass ich auf dieser Matte mit den Händen wegrutsche. Gut. Dürfen dann eure Hände loslassen. Vorne abfalten. Und dann mit den Händen führen laufen. In ein umgekehrtes V. Super, viele Kunden.
strecken euren Rücken. Sitzbein hocken zum Himmel auf. Machen wir ein schönes Walking. Eins Bein biegen. Eins Bein strecken. Und nehmen die Arme wieder dazu. Thank you.
Mitbekommen haben. Und sonst ist alles auf Facebook oder später auch auf YouTube, findet ihr also alle Filme. Also wenn jetzt der grosse Teil nicht drauf wäre, und könnt ihr alles auf YouTube jederzeit auch mal schauen. Z-Sitz, Yoga-Klotz, wenn ihr wollt, wenn es am Boden geht, super. Und wenn der Z-Sitz gar nicht geht, ihr dürft auch anpassen, gell? Ihr dürft auch immer ein Bein ausstrecken. Einfach so, dass es für euch möglich ist. Linke Hand diagonal hinabstützen. Rechter Arm macht grossen Halbkreis diagonal hinten rauf. Und wieder zurück. Euer Becken dreht wieder schön mit. Die rechte Hüfte wird maximal geöffnet.
weiter. Ja, der Wind tut, glaube ich, immer wieder das Nattel kippen. Entschuldigung. Der Fuß drückt gegen das Knie. Schambein zieht zum Brustbein. Oh, wieder zurück. Und dann bleiben wir da drin rein. Machen noch den letzten. Dann nehmen wir das obere Bein, das ausgestreckte Bein, vorne durch für einen Seitenwechsel. Das Oberbein wieder anwickeln. An oberen Sitzbeinhocker ein Gewicht hängen, das hier zum Boden runterzieht. Und den oberen Arm über den Kopf ausdehnen. Obere Seite Länge und Volumen. Und dann kommen wir in eine Rotation. Das Brustbein rotiert zu der Matte. Und wieder zurück. Und dann rotieren wir. Wieder an den Schwamm. Das Becken dreht wie so in die Gegenrichtung vom Brustkorb. Sitzbeinhocker zieht hinten runter. Ist nicht einfach zum Umsetzen, aber wenn ihr es draussen habt, wie, dann wirkt die Übung genial schön. Noch einer. Alles gut. Abstützen. In ein Brett kommen, auf den Knie oder auf den Füßen. Oder vier Füßle. Hände auf der Matte, nochmal schöne Breite schieben, rauswachsen. Kopf ist in der Verlängerung. Bauchspannung gut aktiviert. Schieben den Rücken in ein umgekehrtes V. Oder bleiben im Vierfüßler. Dann da die Hände von den Füßen wegschieben. Und dann wieder richtig schön umlegen. Nehmt ihr euer linkes Bein. Dann in die Verlängerung vom Oberkörper ausstrecken. Bei der Ausatmung den Bauch nochmal aushöhlen. Der Rücken wird ganz rund. Und
Setzt dann den Fuß. Lauft mit den Händen hinterher zu den Füßen. Oder schiebt euch auf die Füße in ein Pack. Beine zu eurem Maximum strecken. Bauchdecke kraftvoll reinziehen. So mit dieser Kraft wieder aufrollen. Wirbel um Wirbel. Schultern weich in den Abend sinken lassen und wachsen. Gut, die Zeit ist schnell um. Tönt euch noch ganz gut einschnaufen. Und aus. Ich nehme mal gut ein. Und aus. Nehmt noch einmal ganz viel Energie auf. Nehmt die Energie zu euch. Nehmt sie mit euch in Ostermäntig. Nützt die Energie für euch, für etwas, was euch gut tut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Ostermäntig. Danke vielmals fürs Mitmachen und bis gleich.